und vor allen Dingen in der Wirtschaft, in den großen Konzernen, das waren alles ehemalige SS-Führer, Freunde des SS-Kreises, Heinrich Himmler. Und in der Politik war jeder achte Abgeordnete im Bundestag war früher Nazi. Da habe ich gesagt, wenn schon keiner macht, dann muss einer irgendwie sagen, so läuft das falsch hier. Und das fing an, als ich merkte, dass es falsch lief. Und zwar nach 45 schon. Als ich merkte, dass diese Republik anders läuft, als wir sie uns eigentlich vorgestellt haben. Und zwar mehrere sich vorgestellt haben. Auch die, die dann verantwortlich dafür waren, dass es nicht so wurde, haben sich das so vorgestellt. Es wurde also die ganze Idee, sagen wir mal, verraten. Und da fing ich an, ein wenig zornig zu werden. Und das hat sich bis zum heutigen Tage gehalten. Die Journalisten der besser bezahlten Federn teilen mir seit 30 Jahren mit, dass kein Mensch mehr das alte, traditionelle politische Kabarett aushalten kann. Journalisten behaupten, Sie, Publikum, ja, Sie wären inzwischen so instrumentalisiert, dass Sie schon bei dem Nennen des Namens eines Politikers in wildes Lachen ausbrechen. Profala. Funktioniert doch. Die Öffentlichkeit interessiert mich manchmal überhaupt nicht. Weil wie sie reagiert, ist mir völlig egal. Mir ist ganz wichtig, dass ich hin und wieder einem Publikum eine klarsichtige Meinung mitteilen kann. Dass sie wissen, wie sie veralbert werden, wie sie verjuckst werden, damit der Widerstand in ihnen wächst. Das ist für mich die größte Aufgabe. Die Regierung ist mir völlig egal. Das sind ein paar Figuren, die man benutzen kann im Kasperlertheater.